Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Titel dieser Vorlesung ist 1, 2, 3, Unendlichkeit. Und da geht es um die vollständige Induktion. Und wir fangen mit einem ganz einfachen Beispiel an. Nämlich der Aussage, die Summe der ersten n ungeraden Zahlen ist n Quadrat. Schauen wir, ob das stimmt. Also nehmen wir etwa die Summe der ersten zwei ungeraden Zahlen. Das ist 1 plus 3. Das ist 4, das ist 2 Quadrat, stimmt. 1 plus 3 plus 5, die Summe der ersten drei ungeraden Zahlen, ist 9, das ist 3 Quadrat, stimmt. 1 plus 3 plus 5 plus 7, das ist 9 plus 7 ist 16, das ist 4 Quadrat, das stimmt. Eigentlich für n gleich 1 stimmt es ja auch. 1 ist 1 Quadrat. Und für n gleich 5, das wäre die Summe der ersten 5 ungeraden Zahlen, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, das gibt 25, 5 Quadrat, stimmt auch. Scheint also immer zu stimmen, aber das müssen wir beweisen, dass es immer stimmt, dass es für alle n stimmt. Ja? Die Aussage ist eine Aussage über die natürliche Zahl n. Sie sagt, die Summe der ersten n ungeraden Zahlen ist n Quadrat. Das gilt für jede natürliche Zahl n. A1 wäre die Aussage, 1 ist 1 Quadrat, A2, die Summe der ersten zwei ungeraden Zahlen ist 2 Quadrat. A3 haben wir schon gesehen, A4 haben wir schon gesehen, A5 haben wir auch überprüft. Aber wir wollen das für alle n. Da können wir rechnen und rechnen, wie viel wir wollen. Wir können bis 10, die Summe der ersten 10 ungeraden Zahlen, die ersten 100 ungeraden Zahlen, wir können die Summe der ersten 3337 ungeraden Zahlen rechnen. Wir finden, es stimmt immer, aber wir wissen noch nicht, dass es wirklich für alle natürlichen Zahlen stimmt. Wie zeigt man das? Also wie schreibt man noch einmal diese Aussage überhaupt allgemein auf? Die Summe der ersten n ungeraden Zahlen ist n Quadrat. Das ist die Aussage 1 plus 3 plus und so weiter plus 2n minus 1 ist n Quadrat. Weil die nte ungerade Zahl ist 2n minus 1. Das sieht man leicht. Die nte gerade Zahl ist 2n, die nte ungerade Zahl ist 2n minus 1. Also wenn n gleich 1 ist, die erste ungerade Zahl ist 2 mal 1 weniger 1. Stimmt, das ist 1. Und wenn n gleich 2 ist, dann kriegt man 2 mal 2 weniger 1. Das ist 4 weniger 1 ist 3. Das ist die zweite ungerade Zahl. Und dann 2 mal 3 weniger 1, 5. Das ist die dritte ungerade Zahl. Und so weiter, ja. Also diese Aussage 1 plus 3 plus und so weiter plus 2n minus 1 ist gleich n Quadrat, die ist zu beweisen für jede natürliche Zahl n. Und da ist im 16. Jahrhundert ein italienischer Abt namens Maurolicus auf eine ganz raffinierte und außerordentlich wirksame Methode kommen, um das zu beweisen. Die Aussage selbst kannte man natürlich schon, man konnte sie beweisen, aber er war der Erste, der gesagt hat, wir können das durch Induktion beweisen, durch einen Induktionsschritt. Wir zeigen, wenn die Aussage für n gilt, dann folgt daraus, dass sie auch für n plus 1 gilt. Und da sie für 1 gilt, folgt daraus, dass es für alle natürlichen Zahlen gilt. Also diese Methode der vollständigen Induktion ist dann sehr schnell aufgegriffen worden von Mathematikern wie Blaise Pascal und Bernoullis und ist jetzt eine der wirksamsten Methoden in der Mathematik. Sie werden sie auf Schritt und Tritt in Ihrem Studium treffen. Überlegen wir uns vorher, bevor wir zu dem Beweis kommen, die nte ungerade Zahl ist ja 2n minus 1. Haben wir gesehen. Die n plus erste ungerade Zahl ist daher 2 mal n plus 1 minus 1. Ja, da wird n
durch n plus 1 ersetzt. Es gibt 2n plus 1. Und die Aussage a n plus 1, also das ist jetzt eine Aussage über die Summe der ersten n plus 1 ungeraden Zahlen. Das ist also die Summe 1 plus 3 plus, dann ist 2n minus 1. Das wären die ersten n ungeraden Zahlen. Und dann kommt noch die nächste dazu, die n plus erste. Das ist 2n plus 1. Und diese Summe wollen wir jetzt ausrechnen. Also 1 plus 3 plus und so weiter bis plus 2n plus 1. Und wenn wir jetzt voraussetzen, dass a von n stimmt, dann ist der Anfang dieser Summe, also 1 plus 3 plus und so weiter plus 2n minus 1, wenn a von n gilt, dann wäre das n Quadrat. Daher ist die ganze lange Summe zu schreiben als n Quadrat plus dann noch dieses 2n plus 1. Ja? Und das ist dann, wie man sofort sieht, n plus 1 zum Quadrat. Und das, was da steht, ist die Aussage a von n plus 1. Also wir haben gesehen, wenn an stimmt, dann stimmt auch an plus 1. Noch einmal, also die Summe der ersten n plus 1 ungeraden Zahlen ist das, was da oben steht, 1 plus 3 plus und so weiter, plus 2n plus 1. Wenn an gilt, kann man die ersten n, die Summe der ersten n ungeraden Zahlen als n Quadrat annehmen. Dann hat man also n Quadrat plus 2n plus 1 und dann folgt daraus sofort, dass das n plus 1 zum Quadrat ist. Und jetzt für n gleich 1 stimmt's. Das ist sozusagen der Induktionsanfang. Und wenn es für 1 stimmt, dann stimmt die Aussage auch für die nächste Zahl, 2. Und wenn a von 2 gilt, dann gilt sie für 3. Und wenn a von 3 gilt, dann gilt auch a von 4. Und so weiter und so weiter. Und daher gilt a von n für alle n. Und damit ist der Beweis vollbracht. Übrigens, also, das ist nicht die einzige Methode, um diese Aussage zu beweisen. Ja. Behauptung kann auch leicht direkt eingesehen werden und war schon den alten Griechen bekannt, aber die haben erstaunlicherweise die Methode der vollständigen Induktion nicht verwendet. Sie haben das eher geometrisch interpretiert. Nicht? Hier sehen Sie auf diesem Bild zuerst einmal ganz links unten das Kästchen, das nur aus einem Element besteht, ja, das ist 1. Und dann das Kästchen, das 2 mal 2 Kästchen, Quadrat, und dann das nächste Quadrat, 3 mal 3, und dann das Quadrat 4 mal 4 und so weiter. Und da sieht man dann sofort, die Summe der ersten n ungeraden Zahlen ist n Quadrat. Immer wenn man von einem Quadrat zum nächstgrößeren geht, also von n Quadrat zu n plus 1 Quadrat, da kommt 2n plus 1 dazu. Das ist gerade die n plus erste ungerade Zahl. Also man sieht, die Aussage selbst ist eine sehr einfache Aussage, die man auch hätte direkt beweisen können. Aber das Interessante an diesem Beweis von Marolicus war die Beweismethode selbst, die Methode der vollständigen Induktion. Die war das, der entscheidende Durchbruch, den er damals erzielt hat.